Sie ein Problem. Schimmel breitet sich aus und der Keller ist eigentlich zu nichts mehr zu gebrauchen. Siegfried Wörle aus Lorch stand ziemlich ratlos vor genau dieser Situation, bis er unseren Baucoach um Hilfe bat und der wusste natürlich, was zu tun. Unser Coach Waldemar Eider. Gutachter, Bauexperte, Macher. Kurz, der Mann für alle Fälle. Überall bröckelt es. Siegfried Wörle ist verzweifelt. Er möchte seinen Gewölbekeller endlich wieder nutzen. Aber der Keller ist feucht und die Hohlräume sind lose. Ich habe schon versucht, mit Heizlüfter und Raumentfeuchter den Keller trocken zu bekommen. Und ich weiß jetzt einfach nicht mehr weiter. Zum Glück gibt's unseren Baucoach. Hallo? Waldemar Eider, Ihr Baucoach. Aber Eider, das freut mich, dass Sie da sind. Klasse. So, Herr Eider, hier ist der feuchte Keller. Feucht? Das ist ja, dass er schon nass ballen. Ich will es einmal messen mal. Ich habe mir ein Messgerät dabei. So, jetzt gucken wir mal. Könnt ihr auch mal mitgucken? Gehen wir mal da drauf. Guck mal, das fängt an zu blinken. 100% Sättigung. Das heißt, das Material ist plätschnass. Plätschnass? Da lässt sich nichts mehr machen. Hier muss grundlegend saniert werden. Und es kommt noch schlimmer. Was ich einfach auch gesehen habe, ist, hier haben sie teilweise Gipsputze im Mauerwerk drin. Das ist natürlich tödlich. Ein Gips zieht Feuchtigkeit an und der muss unbedingt entfernt werden. Also erstmal weg mit dem Gips. Doch damit nicht genug. Die ganze Wand, alle Fugen, jede Ritze muss gründlich gereinigt werden. Ein mühsames Geschäft. Damit der Putz später hält, muss Haftgrund aufs Mauerwerk. Wichtig für alle Bauherren, eine Renovierung von innen macht nur dann Sinn, wenn das Mauerwerk von außen korrekt abgedichtet wird. Dazu wird zunächst die trockene und saubere Außenwand mit mehreren Bitumenschichten gestrichen. Zum Schutz dieser Abdichtung gegen scharfe Steine wird danach eine Noppenfolie angebracht. Ganz wichtig, die Drainage rund um das Fundament. Sie soll das Wasser von der Hauswand ableiten. Und da kommen sie. 34 Säcke Lehmputz, die Siegfried Wörle bestellt hat. Lehmputz deshalb, weil der das Wasser aus der Kellerwand optimal aufnimmt und an die Raumluft abgibt. Rein damit in den Betonmischer, den sich der Bauherr eigens ausgeliehen hat. Wasser, Lehmputz, umrühren, fertig. So, und jetzt machen wir mal erst die ganzen Löcher. Jetzt muss der Putz an die Wand. Da kommt es auf die richtige Wurftechnik an. Nicht so viel auf einmal. Und warum muss man das jetzt werfen? Halt, wir haben hier zwischen Mauerwerk und zwischen Material ist ein Luftpolster. Und das Luftpolster muss einfach mit dem Druck raufen. Also ich darf nicht so werfen, Detlef, sondern richtig hopp. Das ist wichtig. Ja, ja. Das jawohl. Der war gut, der hat Platz. Der muss einfach richtig schmackes holen. Das muss man hören, das war nicht gut. Nochmal eine, da muss man so richtig, den Ton muss man hören. Jawohl, der Waschen ist gut, hervorragend. Ganz wichtig, der Putz muss die richtige Konsistenz haben. Aber wie erkennt man die? Ach, da gibt es einen Trick, ganz einfach. Wir gehen hin, nehmen unsere Mauerkelle und bauen so Treppchen auf. Wenn diese Treppchen stehen bleiben, und es steht der Mörtel, sagt man dazu. Aber wenn er verläuft, ist es zu flüssig. Gut. Ja? Vielen Dank. Mit dem richtigen Putz heißt es jetzt Meter machen. Alles läuft wie geschmiert. Doch dann, kurz vor dem Ziel, die nächste Hürde. Hier, das Loch ist zu groß, den füllen wir auf mit dem Stein, ja? Gut. Wird vorher ins Wasser getunkt. Damit der Putz besser an dem Stein haftet. Zeit für den Nachschub. Der nächste Kübel. Ganz schön schwer. Ja, so 1,5 Tonnen pro Kubikmeter im feuchten Zustand. Ganz schön. So, und jetzt vollflächig. Wie bei den Fugen, auf den korrekten Wurf kommt es an. Und wichtig dabei, den Putz von unten nach oben auftragen.
Was für eine Arbeit. Geschafft. Zum Glück ist jetzt Feierabend. Der Lehmputz muss nun trocknen. Ein wichtiger Tipp, richtig lüften. Viele Bauherren machen das falsch. Sie lüften, wenn es warm ist. Doch Warmluft enthält viel Feuchtigkeit. Wenn sie in den Keller kommt, schlägt sie sich an den kühlen Wänden nieder. Idealer Nährboden für Schimmel. Besser? Ausgiebig lüften, wenn es draußen kälter ist. Dann ist die Luft trockener, also im Herbst und Winter. Und im Sommer besser nur nachts. Eine Woche später, die Spannung steigt. Wie sieht die Wand aus? So, Herr Böhle, jetzt kommen wir an die nächste Schicht. Sie sehen ja da, das ist noch etwas nass. Macht also, das nichts aus, oder? Nee, ist gut angetrocknet, also die nächste Schicht können wir ruhig aufziehen. Das ist weiter schlimm. Das sehen wir hier auch, gut getrocknet, hier gut angetrocknet. Da habe ich mir schon mal eine Gedanke gemacht. Die Risse machen die nichts aus? Die Risse hier, nein. Dadurch, dass man den Oberputz aufziehe, läuft der Oberputz rein, wir haben eine bessere Griffigkeit. Zudem werden die Wände wieder nass gemacht. Damit hält der Oberputz noch besser. Nass in nass nennen das die Profis. Der Oberputz ist dann schnell fertig. Und schnell aufgetragen. Schließlich hat Siegfried jetzt schon Übung mit der Kelle. Zum Abschluss noch ein Tipp fürs Auge. Solange der Putz feucht ist, sind Muster kinderleicht. So, hier ist der letzte Pinselstrich für die Struktur. Ja. Schaut doch ganz gut aus. Ja, also die Oberfläche gefällt mir auch sehr gut, haben Sie gut gemacht. Und Herr Börder, sind Sie zufrieden? Ja, wenn die Wand trocken ist, gefällt mir sehr gut. Und man den Rahmen dann wieder nutzen kann und finde ich klasse. Der Keller kann sich sehen lassen. Zur Erinnerung. Vor einer Woche war der Keller noch feucht und nicht nutzbar. So, die Baustelle ist beendet, Herr Bölle. Mission erfolgreich erfüllt. Unser Baucoach hat mal wieder ganze Arbeit.